Hallo Leute, heute gibt es mal wieder ein neues Video zum Thema Kartenbasteln von mir. Ich habe hier schon mal eine Karte probiert, vor ungefähr 2 Wochen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich euch ja meinen neuen Stampin' Up! Haul gezeigt habe. Und da habe ich mir das Stempelset von Stampin' Up! Party Puffins bestellt. Die fand ich ja wirklich ganz niedlich und da habe ich dann auch schon mal rumprobiert. Da ist dann diese Karte entstanden mit dem kleinen tanzenden oder springenden Puffin und dem Happy Birthday Stempel und dann noch mit den Kerzen. Die Kerzen habe ich hier innen drin verwendet. Und diese Karte werde ich mit euch heute nochmal nachbasteln. Ein bisschen abgewandelt, weil ich einen anderen Puffin nehme. Und ja, eben wie gesagt, den habe ich benutzt und den Stempel habe ich benutzt. Und ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Ein paar Sachen habe ich schon vorbereitet. Und zwar ist hier das Papier schon zugeschnitten. Das Papier ist auch von Stampin' Up. Das ist Marineblau in den Maßen 29 x 10,5 cm. Und das wird dann in der Hälfte gefalzt bei 14,5 cm. Und dann habe ich hier einmal den Papierauflieger in Aquarellpapier 14 x 10 cm ausgeschnitten. Und das ist Stampin' Up! Papier noch flüsterweiß. Ich habe das neue Weiß, habe ich noch nicht von Stampin' Up! Und das wird für den Innenteil halt benutzt. So, jetzt brauche ich erstmal die Falzmaschine zum... Oder ich mache erst das mit dem Aquarell. Das braucht ein bisschen zum Trocknen. Dann haben wir das schon fertig. Falsches Papier. So. Hier für diesen Teil habe ich 2 verschiedene Stempelfarben benutzt und einen Acrylblock, um das aufzubringen. Das ist eine Technik, kennt eigentlich auch schon fast jeder, denke ich. Aber ich finde sie sehr effektiv. Die Farben weiß ich jetzt gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber es gibt sicher im Katalog Alternativen oder vielleicht habt ihr auch noch andere Stempelpads. Und die eine ist mehr grünlich, obwohl es jetzt von den Farben her gar nicht so auf Anhieb aussieht. Und jetzt versuche ich mal, dass ich das Blaue ein bisschen mehr in den Vordergrund kriege. Also ich schmiere mir einfach damit den Stempelblock ein. Und dann habe ich hier Wasser zum Spritzen. Brauche ich noch mein Tuch, dass ich nicht alles vollspritze. Da mache ich jetzt halt einfach mal ein bisschen, sprühe ich drauf. Und dann lege ich den Acrylblock auf das Aquarellpapier. Bisschen schief, aber ich versuche es ein bisschen zu korrigieren. Und ich drücke es nur leicht an. Hier oben sieht es jetzt so aus, als hätte es nicht viel Farbe. Nehme es mal ab. Ja. Von dem, was war das? Pool Party. Nehme ich mal jetzt noch ein bisschen. Ah nee, das ist genau das, was grün kommt. Also dann nehme ich jetzt von dem Soft Sky, in Deutsch heißt das Himmelblau, nehme ich mal noch was. Ja, und da muss man immer ein bisschen probieren, das wird jedes Mal ein bisschen anders. Ich habe jetzt unten nochmal versucht, nass zu machen, weil da in der Mitte ist jetzt nicht so viel Farbe, da ist das... Soft Sky oder das Pool Party nicht so nass geworden. Jetzt nehme ich mir hier noch was ab. Also da müsst ihr jetzt für euch entscheiden, ob ihr das so lassen möchtet oder nicht. Wenn man jetzt hier schaut, da hatte ich zu wenig Wasser. Jetzt ist es so nicht so verschwommen. Versuche jetzt einfach mal mit dem Wassertankpinsel, ob ich die Pigmente noch ein bisschen anlösen und vermischen kann.
So. Bisschen Struktur ist auch schön. Kann man so lassen. Und eben mit der Technik, da wird keine Karte so wie die andere zuvor. Und was ich dann noch gemacht habe, mit dem Stempelkissen Marineblau, weil ich ja das als Grundkarte gewählt habe, dass ich so Spritzer drauf gemacht habe. Und das versuche ich jetzt auch nochmal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, ob ich das auch mit dem Wassertankpinsel gemacht habe oder ob ich einen anderen Pinsel genommen habe, aber ich nehme den jetzt einfach nochmal. Mache ich mir jetzt einfach auf dem Acrylblock die Farbe drauf. So. Dann einfach, ich hätte es vorher trocknen sollen. Das habe ich bei dem anderen, glaube ich, gemacht. Ich habe das getrocknet. Eben ist schon eine Weile her, aber. Ich wollte jetzt eigentlich alles so weit vorbereiten, dass ich es euch einfach nur noch zeigen kann. Aber dann hätte ich das mit dem Aquarellpapier auch schon vorbereiten müssen. Aber eigentlich sieht es auch ganz okay aus. Ich trockne das jetzt mal schnell. Wenigstens ein bisschen. Und wenn man mit so Aquarelltechnik arbeitet, dann hat man ja eh sowieso nie immer akkurate Ergebnisse. Also hier habe ich auch zum Beispiel einen richtigen Splotch reingehauen, aber das ist okay. So, jetzt haben wir da auch noch einen richtigen Splotch. Jetzt höre ich da mal auf. Und das muss jetzt auch trocknen. Licht noch schnell angemacht. Zur Seite. Wisch hier mal schnell drüber. Also ihr könnt euch da ein bisschen mehr Zeit lassen, um diese Effekte zu erzielen. Das ist jetzt halt einfach, weil ich keine Lust habe, euch ewig da Sachen zu zeigen, die ihr eigentlich schon kennt. Und eben mit dem Trocknen und so weiter, dass ihr da nicht warten müsst. Jetzt machen wir den Innenteil. Eben das hier mit den Kerzen. Habe ich mir auch auf einen Stempelblock montiert und ich verwende das Stazz-On, damit ich dann, wenn ich mit den Buntstiften, ich habe das mit Buntstiften koloriert, dass ich dann die Farbe nicht verwische. So. Und da habe ich einfach willkürlich einfach, wie es gerade ist, das gestempelt. Da sind jetzt zwei ziemlich weit außerhalb. Da habe ich vorher ein bisschen schöner geschaut, aber gut. Es ist, wie es ist und selbst gemacht. Fällt nie ganz gleich aus. Mache ich mir den Stempel noch sauber. Wenn ihr das macht mit diesem Stazz-On und dem Stempelreiniger, dann nehmt auf jeden Fall ein Tuch, wo es euch dann nicht mehr drauf ankommt, ob das jemals wieder richtig sauber wird, weil das, wenn im Tuch eingetrocknet ist, lässt sich nicht mehr auswaschen.
So. Und das habe ich jetzt auch noch koloriert. Und zwar mit den Buntstiften, die ich beim Action gekauft habe. Und da kann man auch einfach mit dem Wassertankpinsel kann man hingehen und direkt an der Spitze vom Stift die Farbe aufnehmen. Durch das Wasser wird es angelöst. Bei den Farben habe ich keine Präferenz, habe ich einfach, nehme ich das, was mir gerade da gefällt. Das Pink ist ein bisschen blass. Sieht hier aus wie Neon, aber kommt gar nicht so raus. Nehmen wir mal noch so ein dunkles Grün. Und eben, wenn ihr euch da mehr Zeit nehmt, dann könnt ihr das auch alles noch ein bisschen stärker auskolorieren und mehr Pigment aufnehmen und so weiter. Aber jetzt für den Effekt zum Zeigen. Also man kann auch wirklich gut schattieren mit denen. Die Stifte sind wirklich gut. So, dann brauchen wir noch die Flammen. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Bei uns ist hier gerade wieder mega Baustelle in der Nachbarschaft. Kann also sein, dass ihr das hört. Irgendwie seit Corona haben wir eigentlich immer irgendwo das, was gebaut wird. Es hat auch ganz viele Baukräne, wenn man so übers Dorf schaut, wo wir wohnen. Da ist wirklich einiges passiert. So, jetzt haben wir es gleich. Eine Flamme vergessen. Nehme ich mal das andere Gelb. Mal gucken, wie das aussieht. Da hat es ein bisschen dunkler. Das ist mehr so ein Sonnengelb, das andere so ein Zitronengelb. Mache ich da noch die andere Seite. Und dann brauchen wir noch mal ein bisschen Orange. Also eigentlich ist die Karte relativ schnell fertig. Wenn man da so schnell husch husch das mit dem Kolorieren macht. Und auch da habe ich jetzt nochmal so Spritzer gemacht. Also ich habe jetzt hier noch die Farbe auf dem Acrylblock, das Marineblau. Lassen wir das auch noch trocknen. Wische ich hier mal schnell ab. So, und eigentlich wäre es jetzt noch, dass ich hier den kleinen Puffin stempel. Da habe ich ja Misty dazu genommen, weil ich den Abdruck 2-3 Mal gemacht habe, damit er richtig schön kräftig wird. Und dann habe ich ihn koloriert und ausgeschnitten. Und weil ich jetzt da nicht so viel Zeit verwenden drauf wollte, habe ich das schon mal vorbereitet. Also so sieht er jetzt auch. Koloriert habe ich das auch mit den Buntstiften, die ich jetzt gerade benutzt habe vom Action. Und dann wirklich ganz knapp am Rand ausgeschnitten und dann noch mit einem schwarzen Marker außen die Ränder nochmal nachgemalt. Also
hier so, dass es nicht so weiße Kanten gibt. Und den Mist, die brauchen wir aber noch. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Das ist noch nicht ganz trocken. Muss ich nochmal drüber. Und hier bei der Karte ist der Puffin ja auf der Seite und der Spruch dort. Und weil der jetzt aber in die andere Richtung läuft, dachte ich, ich mache den eher dahin und dann den Spruch dahin. Und dafür brauche ich jetzt nochmal die Misty. Und zwar, um das Happy Birthday zu stempeln. Und das ist eigentlich ein kompletter Spruch, also an einem Stück. Und ich habe da jetzt einfach, muss immer gucken, dass das richtig rum ist, nicht, dass ich es falsch rum aufstempel, mir das irgendwo positioniert. So. Jetzt ist das Happy, müsste da sein. Und habe mir dann ein Stück Klebestreifen genommen. Und hier das, könnt ihr das sehen? Meine Hand ist da vorher. Das Birthday abgeklebt. Weil ich das ja übereinander stempeln möchte. Oh ja, das war natürlich doof. Ich hätte das abnehmen müssen. Na, das ist ja jetzt mal kacke, hä? So, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich nochmal von vorne anfange mit dem Video. Aber ich lasse es jetzt halt einfach. Weil das Happy Birthday an sich passt ja hin. Und habe jetzt den ganzen Spruch gestempelt. Jetzt muss ich das Birthday noch ein zweites Mal machen, damit es auch schön rauskommt. Nein, das jetzt wirklich, jetzt ärgere ich mich total, weil du hast so eine Vorstellung, wie du es machen willst und dann verkackst du es einfach. Also, jetzt machen wir es so. Und dafür ist die Misty jetzt wirklich super gut, weil auf dem Aquarellpapier das Dazon nicht richtig ins Papier, in die Rillen, das hat ja eine Struktur, richtig reingeht. Und ich werde da dann nochmal mit einem schwarzen Fineliner oder sowas das nachgehen. Und was ich jetzt überlege, ist, ob ich das jetzt einfach so lasse. Jetzt habe ich das Happy Birthday komplett gestempelt. Und ich habe Angst, wenn ich jetzt nochmal einfach nur das Happy mache, von dem Birthday wieder was übrig bleibt, was als Schatten auf der Karte zu sehen ist. Dann jetzt halt das erste Happy ein bisschen höher, als ich es eigentlich haben wollte. Aber eben selbst gemacht. Es ist immer ein bisschen anders. So, und jetzt müssen wir es richtig machen. Also Farbe drauf und den maskierten Bereich, den Kleber abmachen. Stempeln. Jetzt ist genau der blaue Punkt in dem zweiten Pie drin. Jetzt nochmal, damit es ein bisschen kräftiger wird. Okay.
Maskierungstape abziehen, nicht vergessen. So. Also, jetzt haben wir das. Noch ein bisschen schnell reinigen. Jetzt kommt das zur Seite. Das hier ist unser kleiner Papageitaucher, unser Partypuffin. Und ja, noch schnell das Stempelkissen zumachen. Das passiert mir auch gerne, dass ich das vergesse. Und dann lege ich irgendwas rein, was dann mit Stempelfarbe verschmiert ist. Dann habe ich hier so kleine 3D-Pads. Also man könnte jetzt auch in der Mitte einen größeren reinmachen und dann zerschneiden, um an die kleinen Ecken hinzukommen. Und dann muss man nicht so viele einzelne abziehen. Ich mache es jetzt mal so. Das ist sehr filigran hier mit den Füßchen. Ich weiß nicht, kriege ich da noch einen drauf? Hier so einen halben. Damit die nicht abknicken. Und Schere. Nochmal ein Teilen für den zweiten Fuß. Und dann kann ich auch den Partybommel da oben nochmal stabilisieren. So. Den Bürzel lasse ich jetzt mal. Ab. Da muss man jetzt echt aufpassen, dass wenn man die Folie abzieht, man nicht den ganzen Fuß mit abreißt, weil das so dünn ist. Ja, da hatte ich schon. Ja. Also wer Puzzeln liebt, der mag wahrscheinlich auch diese kleinen 3D-Pads. Und jetzt müsst ihr euch einfach nur aussuchen, wo der lang spazieren soll. Weil ich den Schriftzug jetzt da ein bisschen weiter höher habe als bei der anderen Karte, mache ich den jetzt auch mal ein bisschen höher. So. Und was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich mal einklebe, bevor ich zum Finish komme. Jetzt muss ich mir erst noch mal die Karte falzen. Was habe ich zu euch gesagt? 14,5, oder? Ist die Falz. Ich glaube schon. Nicht, dass ich das jetzt auch noch verkacke. So. Mir fehlt hier jetzt die Falzklinge. Das Falzbrett ist schon ein bisschen älter und ich habe das irgendwann mal verloren. Das ist auch das alte Falzbrett. Das ist auch ein bisschen schief, habe ich das Gefühl. Jetzt klebe ich erstmal den Innenteil rein. Ich mache das sonst oft mit so einem doppelseitigen Klebeband. Aber weil das jetzt hier relativ knapp abgemessen ist und ich noch ein bisschen schieben kann mit dem Flüssigkleber, nehme ich Flüssigkleber. Geht auch ein kleines bisschen schneller, als wenn ich euch jetzt hier noch den Klebevorgang mit den Klebebändern zeige. Und das ist auch wieder, glaube ich, ein Vorteil von dem Papier von Stampin' Up, dass es eine recht gute Qualität hat. Das ist einfach nicht so, also man sagt ja, man nimmt das doppelseitige Klebeband, damit das Papier sich nicht wellt.
Und beim Stampin' Up Papier ist mir das bisher selten passiert, dass sich das gewellt hat mit dem Flüssigkleber. Und auch beim Embossen, finde ich, ist das Stampin' Up Papier, behält das immer noch eine recht gute gerade Form. So. Beim Aquarellpapier glaube ich, dass es sowieso besser ist, dass man Flüssigkleber nimmt, weil das durch die Struktur dann ein bisschen besser einzieht. Ja, sieht ein bisschen anders aus als die erste Karte, die ich gemacht habe, aber ist ja auch schon 2 Wochen her. Falls ihr, so wie ich, eine ältere Schneideklinge habt und es dann so Fusseln am Rand gibt vom Papier, dann nehme ich so eine softe Nagelfeile und mache so die letzten Fusseln ein bisschen weg. Geht immer ganz gut. So. Und was ich jetzt noch mache, habe ich hier die Nouveau Drops. Der Party Puffin ist ja so hauptsächlich schwarz-weiß. Und drum habe ich da einfach nochmal so ein paar schwarze und weiße Punkte mit den Nouveau Drops drauf gemacht. Man kann auch eine andere Farbe nehmen. Aber mir hat das jetzt so am besten gefallen. Man könnte auch nochmal das Orange oder was aufgreifen, aber so in der ganzen Gestaltung hat mir persönlich das mit dem Schwarz-Weiß am besten gefallen. Ich hatte auch überlegt, den Party Puffin mit wie heißt es jetzt? Mit dem mit dem durchsichtigen Dings. Ich habe keins mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich habe eins von Mod Podge jetzt. Glossy Accents. Das wollte ich sagen. Habe ich überlegt, dass ich den ganzen Party Puffin, wo er schwarz ist, mit dem Glossy Accents überziehe, weil die Vögel leben ja im Wasser hauptsächlich und haben dadurch auch immer so ein bisschen nasses Federkleid. Und dann wäre das eigentlich ganz cool gewesen. Aber das, was ich jetzt habe von Mod Podge, das hat so eine breite Tülle, dass da eigentlich, wenn ich da drauf drücke, immer sofort das ganze Blatt voll ist. Und ich so die Details gar nicht dann berücksichtigen kann. Da müsste ich den ganzen Party Puffin damit machen. Und könnte nicht nur den Teil, wo er schwarz ist, glänzend machen. Das wollte ich eigentlich machen. Ja. Aber vielleicht habt ihr ja von dem Glossy Accents eine kleine Tülle. Und dann könnt ihr das probieren. Man könnte vielleicht auch mit den Nouveau Drops versuchen, nur das Schwarze zu füllen. Aber jetzt ist mir das ein bisschen zu aufwendig. Also so wäre es jetzt eigentlich fertig. Ich habe einfach willkürlich noch ein paar Nouveau Drops verteilt. Und ja, wenn man es von Anfang an richtig macht, das ist eine relativ schnell gemachte Karte. Und ich finde sie total niedlich. Also diese Vögelchen gefallen mir total gut. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt mit dem Kolorieren von den Vögelchen habe ich euch das nicht gezeigt, weil es dann einfach wieder viel zu lang wäre. Aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr das eventuell auch noch mal sehen möchtet oder wie ich das gemacht habe. Das zeige ich euch mal kurz. Dass ich das nur mit Aquarell quasi gemacht habe. Da wird dann schlussendlich, hier ist irgendwie das Wasser ausgelaufen. Es wird dann weggeschnitten und ich würde noch die Außenlinie nochmal neu schwarz definieren. Ob ihr das auch sehen möchtet, wie ich das gemacht habe, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Auch wenn die Karten jetzt ein bisschen unterschiedlich ausgefallen sind, ich finde, sie sind beide eigentlich ganz nett geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!